der andorranische Jude. In Andorra lebte ein junger Mann, den man für einen Juden hielt. Die Andorraner misstrauten ihm. Ihm wurde nachgesagt, er sei intelligent, wodurch er es wurde, notgedrungen. Oder sein Verhältnis zum Geld. Er wusste, was alle wortlos dachten. Er prüfte sich, bis er entdeckte, es war so. Er dachte stets an das Geld. Eine Kluft des Verdachtes tat sich auf zwischen ihm und den Andorranern. Es gelang ihm nicht, zu sein wie sie. Und nachdem er es umsonst versucht hatte, trug er sein Anderssein sogar mit einer Art von Trotz und lauernder Feindschaft, als wäre die Umwelt daran schuld, dass er ein Jude ist. Auf der anderen Seite gab es auch Andorraner, die den Juden achteten, wie sie betonten, gerade um seiner jüdischen Eigenschaften willen. Sie standen zu ihm bis zu seinem Tode, der grausam gewesen ist. So grausam und ekelhaft, dass sich auch jene Andorraner entsetzten, die es nicht berührt hatte, dass schon das ganze Leben grausam war. Sie beklagten oder vermissten ihn nicht. Sie empörten sich nur über jene, die ihn getötet hatten, und vor allem über die Art, wie das geschehen war. Man redete lange davon, bis es sich zeigte, dass er ein Findelkind gewesen, ein Andorraner. Man redete nicht mehr davon. Die Andorraner aber sahen im Spiegel mit Entsetzen, dass sie selber die Züge des Judas trugen.